Der lieben Lucy war heute Nacht offenbar sehr langweilig. Das macht sie sonst nie. Aber sie ist auch oft giftig, wenn ich mich mit etwas allzu sehr beschäftige. Na gut, also da hat die liebe Lore dann ein bisschen Arbeit. Das ist aber eine gute Gelegenheit, dass ich euch gleich zeige, was mir, ich bin nicht sicher, Karin Koch oder Heike Althaus mich darauf hingewiesen haben, auf ein Video, das zeigt, wie man zwei Garnenden mit einem fast unsichtbaren Knoten miteinander verbindet, der angeblich wirklich bombenfest haltbar ist. Also auf eure Verantwortung, ich habe es jetzt schon mehrfach probiert, es scheint zu halten, ganz traue ich dem Frieden ja noch nicht, aber ich zeige euch mal, wie das geht. Ihr legt zwei Fadenenden in Gegenrichtung nebeneinander. Nun ein Fadenende unter den anderen Faden legen, über den anderen Faden legen und einen Knoten rein. Einmal verknoten, den Knoten festziehen, ganz festziehen, ganz, ganz, ganz festziehen. Also sofern es das Garn erlaubt, natürlich, das Garn darf nicht reißen. Das gleiche macht ihr mit dem anderen Ende, wieder einmal unter den langen Faden legen, einmal über den Faden zurücklegen. Jetzt habe ich das natürlich dazu kurz gelassen, lasse die Enden ein bisschen länger, weil ich kriege da jetzt den Knoten nicht mehr richtig durch. Da muss ich jetzt ein bisschen, na, ich mache es einfach noch einmal. Also, unter den kurzen unter den längeren Faden, wieder oben drüber und einen einfachen Knoten hinein. Also mit sich selber verknoten. Wieder ganz festziehen. So, nun ziehst du an den langen Enden und ziehst sozusagen diese Knoten aneinander, also ganz fest zusammen, ganz fest zusammenziehen. Aber Achtung, das muss natürlich auch dein Garn vertragen, dass du so fest da dran ziehst. Die Mikrofaser verträgt es natürlich. Und dann hat das Video gezeigt, dass man nun wirklich ganz kurz die kurzen Fäden abschneiden kann. Also ich traue mich das jetzt, ich habe es schon ein paar Mal probiert. Ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich bei jedem Garn dann wirklich bombenfest hält. Also ihr könnt mir gerne eure Erfahrungen dazu schreiben. Ich mache es jetzt einmal so. Und das ist nun so ein winziger Knoten, wie man ihn manchmal auch in einem Garn ohnehin findet. Also den kannst du ganz einfach verstricken. So, nun geht's weiter. Ich bin zwar noch nicht so weit wie manche von euch, aber es ist ganz egal, du kannst auch mitten drunter die Ärmel fertig stricken. Also ich habe den Körper noch nicht fertig, ich habe etwa 20 cm vom Körper bis jetzt. Ich werde noch ein bisschen brauchen. Ich kann dir aber dennoch schon zeigen, wie es mit den Ärmeln weitergeht für alle, die schon so weit sind. Und du siehst auch, warum ich immer gerne kleine Stücke vor der Kamera arbeite, weil so ein großes Stück passt dann schon fast nicht mehr unter die Kamera. So, du öffnest nun diesen Hilfsfaden, den wir für die Ärmelmaschen verwendet haben. Sei vorsichtig, ich habe den relativ kurz abgeschnitten. Also du darfst da nicht einfach anziehen, sonst flutscht der Hilfsfaden raus und deine Maschen laufen davon. Also achte darauf, dass dir die Maschen nicht davonlaufen. Und nun fädelst du einfach die Ärmelmaschen wieder auf eine Nadel. Das geht sehr einfach, du brauchst nur einfach einstechen. Du brauchst dich um den Faden gar nicht zu kümmern eigentlich. Ich stelle es jetzt schneller. Also einfach Masche für Masche auf die Nadel. Ich werde dann die Maschen zählen. Du kannst da fast noch mit einem Nadelspiel stricken. Es werden dann nämlich insgesamt 80 Maschen mit den Achselmaschen, die wir noch aufnehmen. Die würden fast noch auf ein Nadelspiel passen. Aber ich stricke hier einfach weiter so mit Magic Loop und Rundstricknadel.
so wie es dir Spaß macht. Alle Maschen auf die neue Nadel. Wenn du alle Maschen aufgenommen hast, darfst du den Hilfsfaden einfach herausziehen. Das geht auch ganz einfach. Schwupp, weg ist er. So, ich zähle jetzt einmal die Maschen. Ich habe hier 69 Maschen. Unter den Achseln hatten wir ja 8 Maschen aufgenommen. Das wären dann 77 Maschen, dann machen wir doch eine nette Zahl. Dann nehmen wir doch unter den Achseln 11 Maschen heraus. Da können wir auch schön die Ecken berücksichtigen, dass keine Löcher entstehen. Und haben dann 80 Maschen für den Ärmel. Und wir beginnen auch gleich unter der Achsel mit dem Herausstricken von 11 Maschen. Das geht auch sehr einfach. Ich muss da ein bisschen manövrieren mit diesem großen Stück unter der Kamera. So, also wir beginnen unter den Achseln. Ich ziehe das Nadelseil heraus für meinen Magic Loop und beginne mit einem neuen Faden unter der Achsel. Ich mache da die erste Masche, hole ich heraus, da in der Ecke genau. Dann holst du aus jeder Masche eine Masche heraus. Das sieht man sehr schön, du siehst ganz genau, wo die Maschen sind und holst aus jeder Masche eine Masche heraus. Dann haben wir 9 Maschen, eine haben wir schon aus der Ecke herausgenommen und dann machen wir noch 2 Maschen auf der Ecke vor den Maschen, die schon auf der Nadel sind. Damit vermeiden wir, dass eine kleine Lücke entsteht. Und wir haben dann eine schöne Maschenzahl von 80, die du, wenn du möchtest, auch auf ein Nadelspiel nehmen könntest. Also 20 Maschen geht gerade noch auf einem Nadelspiel. So, und dann noch 2 Maschen um die Ecke sozusagen. Also du kommst bei diesem Pullover wirklich ohne Nähen aus. Lediglich die Endefäden werden vernäht. So, und jetzt strickst du ganz einfach deine Runden weiter. Mach dir wieder Strichlisten. Wir wollen ja in jeder 7. Runde abnehmen in dem Fall. Wird abgenommen. Und wir zopfen ja weiter das Zöpfchen am Ärmel. Wiederum in jeder 2. und 3. Runde abwechselnd. Schau mal nach, wo du zuletzt aufgehört hast mit dem Zopfen. Dementsprechend machst du hier weiter mit den Zöpfchen. Und wenn du dann für die Abnahmen markierst du dir am besten die Mitte der Achselmaschen. Und in jeder 7. Runde wird dann vor und nach der Markierung abgenommen. Also immer 2 Maschen abnehmen. Vor der Markierung 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Das heißt, eine Masche heben, eine Masche stricken, die abgehobene Masche über die gestrickte drüber ziehen. Und nach der Markierung 2 Maschen rechts zusammenstricken. Also so wird abgenommen in jeder 7. Runde. Dann, damit kriegst du eine schöne Abnahmenaht an der Unterseite des Ärmels. So, also ich glaube, zuletzt habe ich gezopft und eine Runde darüber gestrickt. Jetzt kommt noch eine Runde über den Zopf drüber gestrickt und in der nächsten Runde wird dann wieder gezopft. Also einfach in diesem Sinn in Runden weiter.
Die aufgenommenen Maschen unter den Achseln werden wir rechts verschränkt abstricken. So, ich ziehe jetzt meinen Magic Loop wieder raus, dort wo ich begonnen habe, die Runde. Und weiter stricken bis zu den aufgenommenen Ärmelmaschen. So, nun bin ich dort, wo ich Maschen aufgenommen habe, unter der Achsel. Ich setze hier eine Rundenmarkierung, aber setze die gleich bei der Hälfte der Achselmaschen, also ein bisschen später. Ich habe sie dann nachher versetzt. So, die aufgenommenen Achselmaschen stricken wir das erste Mal rechts verschränkt ab. Damit dort keine Lücken oder keine lockere Stelle entsteht. Ja, und das war auch eigentlich schon das ganze Geheimnis, wie es mit den Ärmeln weitergeht. Ich werde diese Woche ganz wenig Zeit haben und daher gibt es dann das nächste Raglan von oben Video heute in einer Woche wieder am Sonntag. Da geht es dann eigentlich schon um die Fertigstellung. Da gibt es dann nicht mehr viel zu tun, da können wir dann schon feiern, unseren ersten Raglan von oben. Und heute gibt es dann noch zwei Videos mit Herzchen für den Valentinstag. Viel Freude damit und noch einen schönen Sonntag.